Ja, mein Name ist Jonas Greiner, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Thüringen und Schule war nicht meine Welt. Wirklich nicht. Bitte mal klatschen, wer auch nicht gerne in der Schule war. Okay. Sind fast alle und ich meine, es hat ja auch wirklich gute Gründe. Ne? Ich fand es immer schlimm, dass du in der Schule halt so viel gelernt hast, was dich im Leben nicht weiterbringt. Dadurch ist das Abitur auch heutzutage überhaupt nichts mehr wert. Dass das Abitur heute noch wert ist, das habe ich gesehen, als mein bester Freund Philipp mit einem Abi-Durchschnitt von 1,0 neulich 100 durch 5 im Handytaschenrechner gerechnet hat. 100 durch 5, ich meine, da brauche ich doch keinen Handytaschenrechner dazu. Das weiß doch jedes Kind, dass 100 durch 5 eine bestimmte Summe ergibt. Ehrlich, was das Abitur heutzutage noch wert ist, das habe ich gesehen, als mein Schulkollege Johannes mit einem Abischnitt von 1,0, als der bei der Abschlussfahrt in Rom an der Eisdiele 2 Kugeln Fellatio bestellt hat. Ist nichts mehr wert, weil du in der Schule einfach nicht aufs Leben vorbereitet wirst. Du lernst einen Haufen Zeug, was du später nicht gebrauchen kannst. Ich meine, ein kleines Beispiel, wenn du jetzt Arzt bist, was bringt dir das, was du früher in Kunst und Sport gelernt hast? Überhaupt nichts, aber du musst trotzdem durchziehen. Weil wenn du in Kunst und in Sport schlecht bist, dann wird es nichts mit dem perfekten Abischnitt. Und ohne den perfekten Abischnitt wird es schwierig mit dem Medizinstudium. Da muss ich ja wieder sagen, das finde ich richtig so. Weil mir persönlich, mir ist es enorm wichtig, dass mein späterer Hirnchirurg auch am REC regelmäßig abgeliefert hat. Und sind wir ehrlich, nur wer den Schrei in Kunst in der 11. Klasse perfekt interpretieren konnte, sollte ihn später auch behandeln dürfen. Ja. Klar. Nein, du lernst in der Schule nichts, was dich aufs Leben vorbereitet. Und dann stehst du da. Ich stand da nach dem Abi. Ich hatte keinen Plan, was ich machen sollte, was aus mir werden sollte. Ich meine, da geht es nicht jedem so, anderen geht es da anders. Mein Schulkollege Mario zum Beispiel, der hat schon in der 5. Klasse seinen festen Plan gehabt, hat das dann auch durchgezogen. Der hat schon in der 5. Klasse gesagt, er will später viel mit Menschen zusammenarbeiten und viel reisen. Das hat geklappt, der ist jetzt Schleuser in Tunesien. Das ist einwandfrei, ja. Nee, das freut mich, wenn der Plan so aufgeht, wie die Leute sich das denken. Aber ich wusste es nicht, ich hatte keinen Plan. Ich fand nicht, dass die Schule mich aufs Leben vorbereitet hat. Und ich habe mich immer gelangweilt. Aber weil Langeweile ja kreativ macht, ist mit meinem Geschichtsabitur bescheiden gesagt ein Meisterwerk entstanden. Ja, und ich habe euch das mitgebracht, mein Geschichtsabitur. Ich habe mich dort nicht mit dem beschäftigt, was tatsächlich passiert ist, sondern ich habe mir überlegt, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn alles schon immer so gewesen wäre wie heute. Wenn wir die ganze Technik und die ganzen Angewohnheiten schon immer gehabt hätten, wie wäre die Weltgeschichte verlaufen? Was wären die wichtigsten Daten der Weltgeschichte? Das ist die Frage und hier kommt die Antwort. Es geht los am 21. März 13.812.438.317 vor Christus. Oder wie Keith Richards sagen würde, oh ja, das war ein regnerischer Montag. Rainer Kallmund stolpert in einer Leverkusener Fußgängerzone über eine Rüttelschwelle und stürzt. Wir sprechen heute vom Urknall. 17. März 3105 vor Christus. Der YouTube-Star Ötzi kommt unter ungeklärten Umständen im Ötztal ums Leben. Weltweit bekunden Fans ihr Beileid unter dem Hashtag Je suis eingefroren. Als der erfrorene Mann im Jahr 1991 gefunden wird, entdeckt man in seiner Hand auch ein funktionsfähiges Nokia 3310. Aus dem Lautsprecher ertönt eine Stimme permanent: Herzlich willkommen bei Vodafone. Der nächste freie Mitarbeiter ist bereits für Sie reserviert. 2. Dezember 1804. Napoleon Bonaparte wird Kaiser der Franzosen und plant einen Krieg. Aus logistischen Gründen beschließt er nicht, in Richtung Osten anzugreifen, da er keinen Adapter besitzt, um sein iPhone in England laden zu können. Seine Armee aus 500.000 Mann und 75.000 E-Rollern erreicht Russland, erhält dann aber die Hiobsbotschaft per SMS. Willkommen in Russland. In Ihrem Tarif zahlen Sie für Gespräche innerhalb des Landes und nach Frankreich 56 Francs pro Minute. Da die Grand Armee nach dem Durchstellen von 3 Befehlen kein Geschäft zum Aufladen ihres Aldi-Talk-Guthabens finden kann, scheitert sie und Napoleon wird nach St. Helena verbannt. Dort stirbt er an den Folgen der begrenzten Internetgeschwindigkeit am Monatsende. Napoleon Bonaparte wurde nur 1,30 Meter alt. 23. Juni 1865. Die Rivalität zwischen Burger King und McDonald's mündet im amerikanischen Bürgerkrieg. 16. April 1888. Der Londoner Start-up-Unternehmer Jack the Ripper gründet die Dating-Plattform Tinder. 1. August 1939. Im Rahmen des Projektes Lebensraum im Süden besetzen Truppen der Wehrmacht Großteile der Liegestühle in Palma de Mallorca. Und das letzte Datum, der 30. April 1945. Die WhatsApp-Gruppe Deutsches Reich, Zwinker-Smiley, Adler-Smiley wird endgültig gelöscht. Adolf Hitler, der Administrator der Gruppe, ist der Verfasser der letzten Nachricht. Es ist ein lachender Scheißhaufen.
Wobei, da muss man ganz ehrlich sein, einige haben es mitbekommen, wenn man es genau nimmt, wäre Hitler natürlich nach den heutigen Angewohnheiten überhaupt nicht möglich gewesen, weil heutzutage müsste die Stelle des Reichsführers EU-weit ausgeschrieben werden. Und dann würde irgendeine polnische Trockenbaufirma den Zuschlag bekommen. Das ist logisch. Außerdem wird es so mit so einer Truppenverlegung nach Osten auch echt schwierig, wenn die ersten Panzer an der ersten Baustelle auf der A4 den Reißverschluss nicht geschissen kriegen. Das ist dann einfach schwierig. Ich muss jetzt dazu sagen, hier steht noch die Bewertung drunter. Es war eine glatte 6 im Geschichtsabi. Und die Begründung der Lehrer steht hier drunter. Erstens, die Antworten enthielten teilweise sachliche Ungenauigkeiten. Zweitens, der Prüfling sollte zum Thema Römisches Reich berichten. Und drittens, es handelte sich ursprünglich um eine mündliche Prüfung. Aber was soll ich sagen, Schule war halt nicht meine Welt. Dankeschön.